So, als erstes wollen wir mal schauen, wie wir R überhaupt auf den Rechner kriegen, wie wir es installieren. Und R ist ja ein modular aufgebautes System, das heißt, man installiert ein Kernpaket und kann dann je nach Wunsch verschiedene zusätzliche Pakete hinzuladen. Das Kernpaket bekommt man auf dem Comprehensive R Network CRAN. Archive Network. Wenn man CRAN bei einer Suchmaschine seiner Wahl eintippt, müsste man auf die richtige Seite weitergeleitet werden. Die Adresse ist ansonsten cran.rproject.org. Und hier werden für die verschiedenen Betriebssysteme die entsprechenden Binaries, also die Programmdateien zum Download angeboten. Wir arbeiten hier gerade mal mit Windows. Wir wollen R Windows herunterladen. Hier gibt es netterweise den Link, dass man diese Binary Space haben möchte, wenn man R das erste Mal installiert. Und hier gibt es dann den Download-Link für R, aktuelle Version 2.15.2. Die speichere ich mir mal ab. Ich habe mir einen Ordner R angelegt, da kommt die gleich direkt rein. Und der Download läuft, das sind 50 MB. Die Geschwindigkeit hängt natürlich davon ab, wie gut die Anbindung ist. An der Uni geht das relativ fix. Einfach doppelklicken, starten und die üblichen Installationsroutinen durchführen. Sprache auswählen. Weiter, ja, weiter. Man wählt ein Programmverzeichnis aus. Der Vorschlag ist eigentlich ganz okay. Wenn man irgendwelche anderen Vorstellungen hat, wo das hinkommen soll, kann man das hier gerne verwirklichen. Muss sich hier entscheiden, ob man eine 32-Bit oder eine 64-Bit-Installation haben möchte. Das hängt eben vom lokalen System ab, ob man 32- oder ein 64-bittiges Windows laufen lässt. Bei mir ist es hier ein 32-bittiges Windows. Dann kann man entscheiden, ob man die Startoption anpassen möchte. Normalerweise kann man einfach Nein anwählen. So spektakulär ist es nicht, was man da einstellen kann, aber wir gehen das hier mal durch, indem wir auf Ja klicken. Die erste Entscheidung ist, ob man MDI oder SDI haben möchte. MDI heißt, alle Unterfenster sind in ein großes Fenster eingebettet. Das funktioniert dann in etwa so, wie man das zum Beispiel von Word kennt, indem man mehrere Dokumente in einem großen Fenster hat, die insgesamt dann Word darstellen. Oder SDI, wer schon mal mit Photoshop gearbeitet hat, kennt das Konzept. Also man hat mehrere Fenster, die relativ unabhängig voneinander sind und kein großes Rahmenfenster, in dem alles zusammenläuft. Wir entscheiden uns hier mal für MDI. Das ist für die meisten Windows-Nutzer die bequemere Wahl. Dann kann man sich entscheiden, wie man die Hilfe angezeigt bekommen möchte, als reinen Text oder HTML-Hilfe. Meistens ist es schöner, strukturierter, wenn man einfach HTML-Hilfe anwählt hier an dieser Stelle. Und dann wird für Hilfeanfragen ein Browser gestartet, der dann die Hilfeseite entsprechend schick darstellt. Mit reinem Text bekommt man die Hilfe dann direkt in der R-Konsole angezeigt. Das kann man später aber auch noch ändern. Wir bleiben mal bei HTML-Hilfe. Dann hat man gegebenenfalls noch mehrere Internetverbindungen. Wenn das der Fall ist, meistens ist die Standardeinstellung die richtige, aber das hängt vom jeweiligen System ab, wie das Ganze eingestellt ist. Dann kann man noch einen Programmordner definieren, in den R installiert wird, also wie das dann nachher im Startmenü auftaucht. Hier ist auch R eigentlich ganz in Ordnung. Und ob man auf dem Desktop ein Symbol erstellen möchte für R, ein Symbol in der Schnellstartleiste, also hier unten, wenn man das hat. Versionsnummer, das wir abspeichern und R mit den R-Data-Dateien verknüpfen. Hier sind auch die Standardeinstellungen eigentlich ganz in Ordnung und die kann man so übernehmen. Beim nächsten weiter läuft die Installation durch. Das dauert ein kleines bisschen. Und wie gesagt, es werden jetzt die Standardpakete von R installiert. Das sind schon ein paar. Also schon bereits
Das, was wir auch in dem Kurs hier ausnutzen werden, ist größtenteils dabei. Verschiedene multivariate Verfahren, also Korrespondenzanalyse steckt da auch schon mit drin. Eigentlich ist das schon der Statistik-Zoo, den man für die meisten Dinge braucht. Wir werden später im Kurs noch ein weiteres Paket installieren. Das Vegan heißt, wie das funktioniert, werde ich gleich noch zeigen. So, damit sind wir fertig. Und er sollte jetzt installiert sein. Wenn ich jetzt auf mein Windows, in meinem Windows das Startmenü aufrufe, habe ich hier R. Ich habe hier drüber, ich hatte vorher schon R hier drauf, ich habe es für diese Demonstration einmal runtergeschmissen. Ich habe auch schon TinR hier drauf, einen Editor für R, den werden wir uns wann anders mal vornehmen. Aber wir gehen jetzt direkt zu R, starten es und wir landen auf der R-Konsole. Zur Installation gehört im Grunde genommen auch noch eben das zusätzliche Installieren von Paketen, wenn man sie dann braucht. In dieser Windows-Konsole ist es im Grunde genommen das Einfachste, wenn man weitere Pakete installieren möchte, dass man hier auf Pakete und Installiere Pakete klickt. Man wird gefragt, von wo man diese Pakete installieren möchte. Das bedingt natürlich, dass eine Internetverbindung vorhanden ist. Und dann hat man eine Auswahl von verschiedensten Servern überall auf der Welt, die meistens eigentlich alle den gleichen Inhalt haben. Also die meisten Pakete sollten auf allen Servern zur Verfügung stehen. Ich wähle eigentlich immer den Göttinger Server aus, weil der auch an einer Uni ist und da die Verbindung relativ fix ist. Aber wenn man Lokalpatriot aus Frankreich ist, kann man genauso gut den Lyoner Server, einen der Lyoner Server nehmen. Als nächstes wird eben eine Liste angezeigt von möglichen Paketen, die man installieren kann, und man sieht, es gibt eine unendliche Menge von Paketen. Teilweise können diese Pakete, gibt es Pakete, die mehrfach vorhanden sind und eigentlich im Grunde genommen das gleiche können. Das liegt eben daran, dass R von verschiedensten Seiten entwickelt worden ist und verschiedene Leute sich das auf ihre bevorzugten Varianten zuschneiden. Man sollte also ungefähr schon mal wissen, was man installieren möchte. Wir installieren jetzt testweise einfach mal das Paket Vegan, indem wir es hier anwählen, auf OK klicken. Die zugehörigen Pakete, die Vegan gegebenenfalls selber noch braucht, um zu funktionieren, werden automatisch mit installiert. Das war es eigentlich schon. Damit haben wir ein weiteres R-Paket installiert und könnten es jetzt benutzen. Das gleiche kann man auch von Hand machen, und wenn man dieses Menü hier nicht bedienen möchte, vielleicht aus ethischen Gründen. Man kann alle Befehle oder alle Dinge, die man mit R machen kann, auch über die Kommandozeile erledigen. Der Befehl, um ein Paket zu installieren, ist install packages. Und dann gibt man in Anführungszeichen den Namen des Paketes an, den man installieren möchte. Wir nehmen jetzt mal den R-Commander hier zu. Das ist eine grafische Benutzeroberfläche für R, mit der man teilweise relativ bequem die meisten R-Befehle auch ausführen kann. Ich habe schon vorher den Server ausgewählt gehabt, deswegen werde ich jetzt nicht gefragt. Hätte ich das nicht getan, dann würde ich jetzt nochmal gefragt werden, von wo ich es runterladen möchte. Aber hiermit ist der R-Commander jetzt auch installiert und ich kann ihn jetzt aufrufen. Wenn ich ein bestimmtes Paket aufrufen möchte, dann tue ich das mit dem Befehl Library. Und da der R-Commander jetzt zum Beispiel installiert ist, muss ich das nicht mehr in Anführungszeichen setzen, denn es ist ein bekanntes Objekt im R-Namensraum. Also ich gebe einfach an Library R-Commander. Oh. Ich werde gefragt, ob ich noch zusätzlich Pakete installieren möchte, die der R-Commander braucht. Das möchte ich. Ich möchte sie von Kran direkt installieren. Wenn man sie vorher schon mal runtergeladen hat, kann man hier auch ein lokales Verzeichnis angeben. Aber ich möchte sie direkt wieder von Kran holen. Und die entsprechenden Abhängigkeiten werden automatisch aufgelöst. Die Pakete werden installiert. Das dauert teilweise auch ein kleines bisschen, wenn es ein paar mehr Pakete sind und sie etwas umfangreicher sind. Der R-Commander ist da relativ anspruchsvoll und lädt
relativ viele Pakete runter, unter anderem für basische Statistik und für 3D-Darstellung von Grafiken und so weiter. Wenn das erfolgt ist, dann haben wir hier den R-Commander startbereit. Da R insgesamt eben aus der Unix-Welt kommt, gibt es manchmal kleinere Probleme mit der Fensterdarstellung und so weiter, aber das klappt alles im Großen und Ganzen ganz gut. Gut, jetzt haben wir ein laufendes R-System. Ich beende einmal den R-Commander. Ich habe hier die Auswahl bei Beenden, den Commander oder den Commander und R direkt. Ich beende jetzt an dieser Stelle einfach nochmal den Commander. Ja. Und um R aus R wieder auszusteigen, dazu gibt es den Befehl Q. Und da es ein Befehl ist, müssen diese zwei Klammern hinten dran, die öffnen und die schließende Klammer. Ich werde gefragt, ob ich den Workspace sichern möchte, also meine bisherigen Eingaben, ob die abgespeichert werden sollen, damit ich sie das nächste Mal, wenn ich R öffne, wieder habe. Dann kann ich mich entscheiden, ob ja oder nein. Ich klicke hier einmal auf Abbrechen. Denn ich kann das Gleiche auch erreichen, indem ich hier auf Datei und Beenden gehe. Komme genau zur gleichen Stelle. Und ich möchte an dieser Stelle meinen Workspace nicht absichern. So. So viel zu R und der Installation. Und wie wir es bedienen können, sehen wir beim nächsten Mal.